Ja, machen auf, machen auf, machen auf! Yes! Yes! Auf diese Nachricht haben die Wirte lang gewartet. Entsprechend gross ist auch die Erleichterung, nachdem die Innenräume rund ein halbes Jahr sind zu waren. Richtig, richtig flott. Ja. Freut mich natürlich. Und ja, mal wieder in grösseren Menschenmengen zu sein. Junge Frauen kennenlernen so. Junge Frauen kennenlernen so. Tough. Die Frauen werden schmelzen. Pferdereiten kann jeder. Aber eine Kuh, das kennen nur die Schweizer. Darum habe ich ein bisschen den Bezug zu ihm. Darum war es so, mir ein Wunsch, euch das Ganze hier mal zu vermitteln: das Kuhreiten, das Kuhtracking. Und ja. Dann steigen wir auf die Kühe und machen miteinander eine Runde. Eins, zwei, drei. Jetzt einfach nicht zu kalt machen. Gut möglich, dass man beim Kuhtracking ins Schweizer kommt. Wollen wir uns abkühlen, Karin? Nein, ich will nicht. Nein! Meine Kuh ist als erstes quasi an den Rheinufer hergesteuert und zielgerichtet ins Wasser gelaufen. Ich bin gerade abgegumpelt. Ich hatte richtig Schiss, weil ich nicht gewusst habe, geht denn die mit mir Knie tief ins Wasser oder wollen sie dann vielleicht noch bis auf, weißt du, unten dran, die Jeshof schwimmen? Nein, nicht absteigen! Nicht absteigen! Nein, nein! Wohl! Sicher nicht! Nicht absteigen, nicht absteigen! Ja. Ich hatte auch so ein bisschen Angst, muss ich zugeben. Johann und wir waren immer dort zum Skifahren. Immer. Und ja, waren wir viel in St. Anton und so weiter, aber das war. Moment, den kennt man doch. Verstehst. Okay. Und Kitzbühel war immer angenehm. Und ja, nach meinem Vaters Tod in 81. Das ist doch. Starten. Und ich wollte eigentlich nicht zurück, weil. Ja, das ist Hathaway. Und zum Schluss ein großer und gefährlicher Polizeieinsatz auf der Schweizer Autobahn. Gestern Nachmittag hat ein Hund den Verkehr auf der Autobahn A2 bei Erstfeld lahmgelegt. What? Der Hund ist um die zwei seinen Besitzer beim Rastplatz Wieler ab, wie die Unapolizei auf Anfrage von Tele 1 und Pilatus Today gesagt hat. 40 Minuten ist es dann gegangen, bis die Polizei den Hund eingefangen und seinen Besitzer zurückgebracht hat. Die müssen jetzt mit einer Anzeige rechnen. Es ist einmal etwas anderes.